Obst aus des Nachbarn Garten schmeckt am besten, weiß der Volksmund vielleicht auch, weil das verboten ist, in der Regel zumindest. Wenn aber das Obst da wächst, wo es keinem gehört, kann es auch schmecken. Man muss nur wissen, wo es auf uns wartet. Oft näher, als man denkt. Und darauf wollte dann auch heute in Berlin eine Bundesministerin aufmerksam machen. Es sind Symbolbilder, wie sie Kameras lieben. Eine Bundesministerin auf dem Weg nach oben. Ihr Ziel? Kirschpflaumen aus dem Bestand einer städtischen Brache. Also, naja, sehen noch ein bisschen unreif aus, sind aber sehr herb und angenehm. Gerade jetzt, wo es so vom Wetter her. Haben Sie schon gekostet? Und zack, mit dem kernig-dynamischen Auftritt will die Ministerin dazu aufrufen, Obst auf Freiflächen zu ernten und gesteht, sie hat seit früher Kindheit Erfahrung mit Mundraub. Nicht nur deshalb unterstützt sie die Aktion Stadternte. Natürliche Ernährung sei schließlich ressourcenschonender als ein Einkauf im Supermarkt, wo Obst oft lange Transportwege hinter sich hat. Auf der Seite mundraub.org können Interessierte sehen, wo überall in Berlin gemundräubert werden kann. Stadtweit gibt es 1500 Orte, melden kann sie jeder. Bevor man so einen Standort postet, muss man unsere Mundräuberregeln beachten. Und die sagen, also Regel 1 ist, stellt sicher, bevor ihr etwas postet, dass es nicht Privatgrund ist. Im besten Fall fragt bei der Gemeinde oder bei einem Nachbarn, dass ihr in Erfahrung bringt, wem das gehört, und dann könnt ihr es eintragen. Befindet sich doch mal ein Baum auf einem Privatgrundstück, wird der eben gelöscht. Das kommt aber nur ganz selten vor. Öfter dagegen kommt die Frage auf, kann ich Obst in Straßennähe unbedenklich essen? Forscher der TU haben das untersucht und kommen zu einem überraschenden Ergebnis. Wir hatten auch gedacht, dass da eine höhere Belastung ist, aber nur ganz wenige Proben bei Brombeeren auf einem Mittelstreifen in einer sehr stark befahrenen Straße haben überhaupt die Grenzwerte für Blei und Cadmium überschritten. Also von ökotoxikologischer Seite, wenn man das Obst entsprechend wäscht, gründlich wäscht, bevor man es genießt, gibt es da Entwarnung. Trotzdem müssen einige beim Thema Mundraub wohl noch auf den Geschmack kommen. Ja, eben noch auf der Leiter. Jetzt im Studio bei uns Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung. Schönen guten Abend erstmal. Hallo. Frau Wanka, in welches Ressort fällt denn diese Aktion? Ist das eher Bildung oder Forschung? Na, vor allen Dingen soll es schmecken und soll den Leuten Spaß machen. Und dann ist beides dabei. Mhm. Bildung, man lernt was, wenn ich jetzt an die Kinder denke. Wie sehen die Bäume aus? Was wächst auf den Bäumen? Was gibt es in der Nähe von unserer Wohnung? Aber eben auch Forschungsfragen, ist noch vieles nicht geklärt dabei, was untersucht werden müsste. Vor allen Dingen auch Angaben, wie viele Potenziale sind da in Deutschland vorhanden? Wo könnte man das überall machen? Da ist noch eine Menge zu erforschen. Das Ganze wird ja auch wissenschaftlich begleitet. Ja. Ist das auch schon, geht das in die Richtung, die Sie eben angesprochen haben? Wird das untersucht? Ja, das wird untersucht. Also auch, was das sozial bedeutet. Wenn sich jetzt Menschen aufmachen, wenn sie jetzt diese Freiflächen nutzen, um da zu ernten und dann vielleicht auch daran denken und überlegen, die Obstgehölze etwas zu pflegen. Das sind ja oftmals Bereiche, in denen über viele Jahre nichts pflegerisch getan wurde, sondern das wuchs einfach und produzierte Früchte. Aber eben auch so soziale Implikationen gehören in den Bereich der Forschung. Aber auch was Schadstoffe oder was Nährwert oder was heißt Ressourcen, was spart man dadurch, wenn man jetzt vor Ort sozusagen den Obst, das Gemüse holt. Das sind alles Dinge, die in der Begleitforschung mit untersucht werden. Und vor allen Dingen eben brauchen wir mehr Angaben, wo geht das in Deutschland, wo wird das schon genutzt. Das ist noch notwendig zu klären. Ja, Sie haben es auch gerade angesprochen, der soziale Aspekt spielt eine Rolle. Aber leider muss man auch beobachten, dass da manchmal Horden von Menschen einfahren mit Wohnwagen, die dann ganze Äste abreißen. Also der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen, den müsste man auch noch so ein bisschen mehr vermitteln. Ne? Durch die Aktion Mundraub, durch die Online-Plattform wird ja auch dazu animiert, wird aufgefordert, dass man sich gegenseitig ein Stück auch nicht kontrolliert, aber dass das beobachtet wird, dass es nicht dazu führt, dass man räuberisch mit diesen Schätzen der Natur an den Stellen umgeht, sondern dass es sehr verantwortungsbewusst gehandhabt werden soll. Schadstoffe war eben ein Stichwort, den Sie nannten, hatten wir auch gerade gehört im Beitrag. Obst ist ja ganz okay, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir so Straßenbäume, so schön Benzol belastet, aber abwaschen muss man, dann geht's wohl. Aber Gemüse ist da nicht so gut, ne? Also Obst ist erstaunlich, dass selbst in unmittelbarer Straßennähe festgestellt wurde von der Forscherin, dass die Schadstoffbelastung weit unter EU-Grenzwerten ist, also
es genossen werden kann. Und beim Gemüse hängt es sehr viel auch von der Bodenbeschaffenheit, von der Kontaminierung, von Wasser und anderem ab. Abwaschen ist dort sehr wichtig, aber eben die Fragen, was kann man im Gemüsebereich, was kann man an Kräutern, ohne an Schadstoffe zu denken, konsumieren, das wird auch weiter untersucht. Wie war das, wenn ich das mal fragen darf, bei Ihnen früher, haben Sie dann auch mal so, Sie stammen aus der Nähe von Torgau, da sind ja auch viele Obstbäume, sind Sie da auch mal hingegangen, haben sich ein paar genommen? So? Immer. Ich war aus einem kleinen Dorf. Alle Straßen, die aus dem Dorf herausführten, waren mit Obstalleen. Also wir haben ständig uns von dort Obst geholt. Das war ganz Normales, etwas ganz Normales. Und als wir über Stadternte diskutierten, hatte ich eben nur Sorge, dass das vielleicht sehr schadstoffbelastet ist. Vermutet man ja so, wie Sie das auch. Und es ist erfreulich, dass das gar nicht so das Problem an der Stelle ist. Gut, Frau Anker, bedanke mich ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Gerne.